Warum es als Geschäftsführer im Handwerksbetrieb mal sinnvoll sein kann, mal mit Absicht nicht mit rauszufahren zur Baustelle und welche Vorteile das hat, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! So, wir möchten uns heute einmal damit beschäftigen, warum es auch sinnvoll kann, als Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs mal nicht mit rauszufahren zur Baustelle, ja, sondern auch mal mit Absicht, obwohl du mit rausfahren könntest, mit Absicht mal im Betrieb zu bleiben und zu schauen, wie die Jungs sich sozusagen anstellen, welche Vorteile das hat. Da wollen wir heute drauf eingehen. Und Alex, ich würde sagen, wir starten erstmal direkt rein und sagen, okay, was ist denn normalerweise, ja, wenn man mit rausfährt? Was passiert dann? Ja, normalerweise ist es so, ich meine, je nach Betriebsgröße natürlich, manche werden auch schon gar nicht mehr mit rausfahren, aber die sind oft noch im Tagesgeschäft im Büro, das kann man übertragen. Aber angenommen, ist eine Betriebsgröße, wo man noch mit rausfährt, das ist so, man ist auf der Baustelle, man ist irgendwie der klügste Kopf auf der Baustelle, logischerweise. Man hat alle Sachen auf dem Schirm, man weiß, was bei den Kunden los ist, man weiß, was mit Material ist, man kommt schon, dass alles gepackt ist, ist dann auf der Baustelle und dann läuft alles eigentlich relativ rund. Was man nicht bemerkt, ist man die ganze Zeit, wenn man da jetzt keine gute Struktur dahinter hat, und das haben die meisten, die 3-4-Mann-Betriebe sind, die jetzt da noch mit rausfahren, haben das definitiv nicht, ist dann zum Beispiel, dass da ein Fehler passiert oder ein Problem passiert und bevor dieses Problem wirklich einen Lerneffekt für die Mitarbeiter mitbringen kann oder einen Lerneffekt für die Struktur mitbringen kann, federst du es ab. Na, du merkst, da ist irgendwas schiefgelaufen, ja, mach mal bitte das anders. Ah ja, okay, super, hat nicht verstanden, warum, aber macht's erstmal. Und das ist halt natürlich bist du so ein bisschen, ja, so eine Art Schutzschild für die Mitarbeiter, weil der Chef macht's schon, die müssen gar nicht mitdenken teilweise, ne? Und B ist es einfach so, dass auch strukturelle Ungereimtheiten teilweise gar nicht auffallen, weil du es einfach abfederst. Ne? Wenn jetzt dann aber mal der Tag kommt oder 2-3 Tage, wo die Mitarbeiter alleine auf der Baustelle sind, dann klappt irgendwie gar nichts mehr. Ja. Dann fragst du dich, warum ist das so? Und die behindert, ach, ich muss wieder selber raus, da schaffen wir selber mit. Ja. Und das nimmt halt so ein Stück weit, also das heißt nicht, dass du jetzt einfach sagen sollst, sie sollen selber fahren, die Fehler machen. Das heißt aber, dass du zumindest mal ein Gefühl dafür bekommen solltest, was für Sachen du eigentlich alle vorwegnimmst. Ja. Das ist nämlich das Hauptproblem. Genau, darum geht es auch. Also du sollst jetzt nicht alle Leute sozusagen ins offene Messer rennen lassen, aber das sind halt so einfache Sachen wie, wenn ihr zum Beispiel morgens losfahrt, ja, und du der Einzige bist, der jetzt nochmal sozusagen die Liste durchgeht, was alles mitgebracht werden muss zum Kunden, was alles montiert werden muss und da fehlt eine Sache, da fehlen irgendwelche Schrauben, irgendwelche wichtigen Winkel oder sowas, was dir einfach noch auffällt, weil du ein geschultes Auge hast, was aber sonst keiner machen würde, dann musst du halt aufhören, okay, wenn ich jetzt nicht mitgekommen wäre, dann wären die jetzt rausgefahren und das hätte jetzt keiner gemerkt. Das heißt, dass du natürlich irgendwie in deiner Firma auch mal einen Prozess erschaffen solltest, dass, wenn rausgefahren wird, ja, dass nochmal geguckt wird, was wird denn alles benötigt, was könnte man vorsichtshalber noch mitnehmen, falls es benötigt wird. Also dieser Gedankengang, den du hast oder dieser Blick, den du gemacht hast, der muss ja irgendwie systematisiert werden. Ja. Ne? Und das sind halt dann so Dinge, die erst auffallen, wenn du dich mal aus dem Tagesgeschäft mal mit rausziehst. Ja, das große Problem ist, dass diese Dinge erst dann auffallen, wenn du rausgezogen wirst. Wenn du dich mal kurz 2 Tage rausziehst, laufen Dinge schief und du bist sofort wieder drin, sagst, ich kann einfach keinen Urlaub machen, ist halt so. Vielleicht die eine Woche im Jahr Weihnachten, vielleicht noch eine Woche im Jahr Sommer, danach wieder aufräumen. Aber wenn du dann wirklich mal krank wirst, dann wirklich mal ausfällst, mal 2, 3, 4 Monate vielleicht, ist der Laden zu danach. Weil einfach so viele Fehler passieren, wenn die in Struktur geschaffen wurden. Und es geht übrigens im Büro weiter. Wenn du die Baustelle schon so weit geschafft hast, dass das ohne dich läuft, weil du vielleicht einen schlauen Meister hast, der bei dir viel gelernt hat, der versteht, wie das funktioniert. Und du bist im Büro und da wird ein Angebot erstellt und da passiert irgendwas Falsches. Und du sagst, ja, mach das dann bitte so und so und nicht andersrum. Und du jetzt nicht eine Struktur dafür schaffst, dass der Mitarbeiter das nächstes Mal auch weiß, dann ist da das gleiche Problem. Also alles, wo du die Fehler vorwegnimmst selber, bewusst oder unbewusst, ist erstmal egal, ne? Ja. Sorgt dafür, dass ich erstmal nicht verbessern kann. Ja, du fängst ja als Geschäftsführer unglaublich viel sozusagen vorher, bevor Fehler passieren, fängst du die ja ab. Weil du willst ja nicht, dass da Geld drauf geht, du willst ja nicht, dass da Zeit drauf geht. Und das ist auch okay, dass du das machst. Ja, und das fällt einem so im Tagesgeschäft, fällt einem das gar nicht so auf, wie viel man eigentlich abfängt, wie viel man sich vielleicht mit einmischt. Man hört hier was, man hört da was, man liest da was, man guckt da übers Angebot nochmal drüber, man liest hier eine E-Mail mit, die die Kollegin vielleicht schreibt oder die gerade reingekommen ist. Und durch diese ganzen Sachen, die du abfängst, nimmst du eigentlich deiner Firma diesen Lerneffekt, besser strukturiert zu werden. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine Sache abfängst, also der erste Schritt ist erstmal, sich bewusst zu werden über die Dinge, die du eigentlich alle abfängst. Mhm. Ne? Was hätte zu einem Fehler geführt, wenn ich das jetzt nicht abgefangen hätte? Dann musst du dir überlegen, okay, was wäre jetzt gewesen, wenn ich nicht da gewesen wäre? Wie hätte man diesen Punkt oder diesen Fehler irgendwie, wie hätte man den bemerken können und wie hätte man den auch abfangen können? Ne? Und letztendlich geht es darum, diese Punkte dann Schritt für Schritt in der Firma dann auch mal aufzulisten und dann auch im Idealfall zu lösen endgültig. Ne? Das ist auch, dass du gar nicht hättest eingreifen müssen und es trotzdem einen Mechanismus gegeben hätte, der diesen Fehler oder dieses
diesen Punkt aufgebracht hätte. Ja, am besten gehst du vom Grundsatz her damit ran, sobald du irgendeine Sache lösen oder beheben musst, sofort eine Notiz machen, dass in Zukunft das gar nicht mehr passieren soll. Na, und du da halt dann einen Weg verfindest. Bei uns genauso, wenn wir jetzt sehen, okay, da ist, keine Ahnung, was nicht eingetragen wurde, irgendein Datum oder so. Klar, ich könnte jetzt einfach manuell nachtragen und sagen, jo, passt schon, aber ich finde erstmal raus, warum ist es nicht eingetragen worden, was war das Problem? Na, und wenn man so arbeitet, dann hat man natürlich am Anfang deutlich mehr Arbeit, als man sonst hätte, es einfach nur einzutragen, das ist ganz normal. Aber hat dafür dann mittelfristig viel weniger Arbeit und ist vor allem viel unabhängiger von sich selbst. Ja. Da gehört, da muss man auch sagen, fairerweise auch einige, ich sag mal, einiges Handwerkszeug dazu. Und jetzt nicht klassisches Handwerkszeug, sondern eher unternehmerisches Handwerkszeug. Auch Lösungen, gute Lösungen für diese Probleme zu finden, weil ganz oft endet es dann damit, dass man sagt, ja gut, ist halt so, muss man halt dran denken. Nee, ist nicht so. Also ich gebe dir Brief und Siegel für alles, wo du sagst, muss man dran denken. Kannst du eine strukturierte Lösung finden, wo man nicht mehr dran denken muss? Dir fehlt nur gerade das Mittel, das zu wissen. Ein einfaches Beispiel jetzt vielleicht mal, wenn du nur einen Akkuschrauber kennst und du willst ein Loch in die Wand bohren, sagst, ja gut, muss ich halt mit leben. Mit dem Akkuschrauber dauert das halt ewig, wenn man überhaupt das da mitmachen kann. Wahrscheinlich geht's irgendwie. Ganz viele Bits halt wasted in der Zeit. Aber im Endeffekt, eine Bohrmaschine macht's halt schneller. Und solange du diese Tools nicht kennst, wirst du immer an die Grenze stoßen, dass du sagst, das geht halt nicht. Aber es geht eigentlich. Und was du halt machen kannst, um sowas rauszufinden, natürlich, wie gesagt, zum Beispiel quälen wir unseren Kanal oder Podcast halt zu folgen und dir das anzuhören, was für Möglichkeiten es da links und rechts gibt, weil wir geben doch immer Ideen mit, was man so machen kann. Nur mittelfristig musst du halt auch in die Umsetzung kommen und musst halt auch anfangen, dein Unternehmen irgendwo zu strukturieren. Und man kann jetzt lange drüber reden, über die ganze Thematik. Im Endeffekt ist halt nur wichtig, dass du verstehst, wenn du immer mitfährst, wenn du immer das Schutzschild bist, wenn du immer der Sündenbock würde ich nicht sagen, aber immer der bist, der es quasi abfängt. Ja, das Mädchen für alles. Ja, auch, das Mädchen, ja, für alles bist irgendwo. Dann wird es niemals so sein, dass die Firma ohne dich läuft. Ja, genau, der Feuerwehrmann. Das ist immer das schöne Bild, das man verwendet. Immer überall Feuer löscht. Du sollst dich mal fragen, warum sind die Feuer ausgebrochen? Das ist eher die Frage. Und was wir dir anbieten können, ist, melde dich gerne mal bei uns zu einer kostenfreien Beratung an. Wir können dir gerne mal aufzeigen, was für Themen links und rechts da bei dir sind, die man optimieren und verbessern kann. Und das sind teilweise kleine Stellen, wo man dann sagt, ach ja krass, okay, sowas geht, okay, stimmt, macht Sinn, wo man einfach nie drauf gekommen wäre. Wie gesagt, wenn du die Bohrmaschine nicht kennst, denkst du immer, dass das Loch in die Wand da durch einen Akkubohrer entstanden ist oder so, da jemand ein paar Tage da stand oder durch so einen manuellen Dreher. Keine Ahnung, da gab es ja auch früher Methoden, bevor es die Bohrmaschine gab. Nur man kann es auch schneller machen. Und das sollte man als Unternehmer sich auch irgendwie zu Herzen nehmen, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Weil für dich, es macht das keiner für dich. Du musst es halt selber machen. Und ansonsten hast du halt immer die Herausforderung, dass du immer weniger produktiv läufst, immer weniger effizient läufst, immer mehr Fehler passieren und du immer mehr abhängig bist und immer mit rausfahren musst, weil sonst die Fehler passieren. Ja. Von daher würde ich sagen, belassen wir es für heute erstmal dabei. Lass einen Daumen nach oben da, gib gerne den ganzen Abo, schreib gerne auch drunter, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast oder sagst, hey, das ist eine Sache, das kann man auf jeden Fall nicht strukturieren. Wie gesagt, ich bin mir sicher, es geht. Wir haben bisher noch nichts erlebt, was nicht ging, auch wenn es manchmal aufwendiger ist als bei anderen Sachen, das ist klar. Bei manchen Sachen muss man einfach nur an der richtigen Stelle einen Haken setzen, sag ich jetzt mal hart gesagt. Und bei anderen Sachen musst du halt wirklich eine kleine Struktur dafür schaffen, aber es geht halt immer. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.